Hallo und herzlich willkommen zurück zu Civilization 6 als Schottland. Wir sind Robert der Erste und ja, im Krieg mit England. Die wohnen hier auf diesem Teil der Insel oder des Kontinents und die Afrikaner breiten sich gerade auch ein bisschen aus und wahrscheinlich wäre es besser gewesen, erst einmal gegen die vorzugehen. Das Problem war nur, warum haben wir den Krieg angefangen? Die Engländer sind hier mit einem Siedler hergelaufen und das hat mir nicht gepasst. Die hätten hier mit Sicherheit irgendwo eine Siedlung, also sprich eine Stadt gegründet und das wollte ich auf jeden Fall vermeiden. Das habe ich durch eine schnelle Kriegserklärung und die Eroberung oder die, ja, Inbesitznahme des Siedlers verhindert. Den haben wir selber benutzt und haben damit den haben wir noch nicht benutzt, den haben wir hier geparkt und haben damit jetzt die Möglichkeit, eine Stadt zu bauen. Und eigentlich sollte es ja hier in diese Richtung irgendwo gehen. Das wäre zumindest ein schöner Standort für eine Stadt hier unten. Wir könnten natürlich Mbanza Kongo übernehmen. Mbumbi würde ich möglicherweise... würde ich vernichten. Die haben sich auch hier, die haben sich die Pferderessource geschnappt. Das ist der Grund wahrscheinlich überhaupt, warum die dort eine Stadt gebaut haben, um sich die Pferderessourcen zu schnappen. Diese Schlingel, also das ist ja wirklich, die sind ja ganz schön fuchsig, ne? Also muss man ja schon sagen. Auf die hatte ich natürlich spekuliert von Kallen aus, mit einer Grenzerweiterung wäre es kein Problem gewesen. Aber nur ist es zu spät, wir müssen den Krieg gegen die Kongolesen führen, denn sonst kriegen wir keine Pferde. Zumindest haben wir sonst nirgendwo Pferde im Einflussbereich. Und das ist halt unser Hauptproblem momentan. Wobei wir auch noch keine wirklichen Einheiten, keine berittenen Einheiten haben. Ich glaube, da fehlt uns an Forschung auch noch ein bisschen was. Nichtsdestotrotz, hier oben wäre noch eine Pferderessource. Da könnte Dumfries oder Dumfries, da bin ich nicht sicher, dran. Über kurz oder lang. Stirling ist, glaube ich, zu weit weg, weil das ist der vierte Kreis. Aber für Dumfries oder Dumfries wäre es halt möglich. So, hier noch eine Stadt zu gründen, wäre eine Möglichkeit, um hier dicht zu machen. Hier wird uns zwar kein Siedlungsstandort vorgeschlagen. Und hier hätten wir mit Sicherheit auch einen hohen Loyalitätsdruck, weil die nächste Stadt ist, wie gesagt, hier die erste der Engländer. Und ja, aber zweimal Weizen hätten wir da. Wir könnten vielleicht den Fisch noch bewirtschaften. Sonst wäre hier aber auch nicht viel. Das ist im Grunde kein wirklich guter Standort, das muss man auch mal sagen. Von daher warten wir mit dem Siedler noch und lassen den in Stirling geparkt. Wir haben derweil einiges an Militär errichtet und hier die Grenze verschoben. Wobei sich die Engländer ziemlich passiv verhalten und bisher noch überhaupt keine einzige militärische Einheit hierher geschickt haben in unsere Richtung. Insofern, ja, vielleicht kommt es da bald zum Frieden. Aber dann kann ich euch auf jeden Fall versprechen, kommt es zum Krieg mit entweder dem Stadtstaat hier, den ich gerne haben möchte, oder mit dem Kongo. So, und jetzt werden wir erstmal unseren Speer wieder einen vorschicken. Noch einen. Bisschen gucken, ob wir sehen, dass jemand auf uns zukommt. Nein, kommt noch niemand. Dann gehen wir dahin und gehen dann in die nächste Runde. So, die Galeere, die fährt jetzt hier. Ja, ich weiß nicht, ob wir nördlich durchkommen. Das sieht hier so nach ewigem Eis aus. Und weiß nicht, wie weit wir da Durchfahrtmöglichkeit haben. Von daher fahre ich hier rum. Und hier ist ja ebenfalls noch unentdecktes Land. Und dann werden wir über diese Seite hier irgendwann nach England kommen, um da ein bisschen mehr Aufklärung zu haben. Also zurück. Galeere kann ja eh nur in Küstennähe bleiben. Also einmal schön an der Insel entlang. Und wir werden wahrscheinlich auch ein offenes Grenzen vereinbaren müssen. Moment, wir müssen erstmal eine Sache machen jetzt. Und zwar in Kallen muss ich mal eben ein paar Geländefelder kaufen. Wir haben wir haben gutes Geld. Das heißt, wir können uns ein bisschen was leisten. So. Den Sumpf oder den Berg. Den Berg brauche ich nicht wirklich. Ich wollte hier hauptsächlich dicht haben jetzt, so dass die höchstens mit gewasserten Einheiten oder mit einem Schiff hier rüberkommen, um hier noch irgendwas zu bauen, einen Siedler vorbeizuschicken.
Das haben wir damit, denke ich, ganz gut erreicht. Mit dieser Erweiterung. Könnte sein, dass die sich gleich melden und sagen, ist aber unser Land da, ist aber nicht euer Land. Oh, da kommt jetzt ein Streitwagen. So, das heißt, den müssen wir zurückschicken. Der Streitwagen hat natürlich auch viele Bewegungspunkte. Moment, lass mich mal kurz eins, zwei. Das könnte sogar sein, dass der uns noch erreicht gleich. Der Bogenschütze steht bereit. Der dritte Krieger ist noch auf dem Weg. Und die Galeere einmal hier entlang. Na, schaut mal, wer ist da denn? Eine Galeere von Genf, dem Stadtstaaten. Dem Stadtstaat. Streitwagen hat sich entschlossen, dort entlang zu fahren. Wäre jetzt nicht so prima, wenn ja unsere Verteidigung komplett unterläuft. Aber was haben wir gebaut? Da oben ist irgendwas gebaut worden. Ich glaube noch ein Bogenschütze. Und auf jeden Fall haben wir jetzt einen Heuriker ausgelöst. Und zwar für die Technologie Maschinen. Sehr, sehr gut. Der Bogenschütze. Der bleibt auch in der Stadt. Ich möchte in jeder Stadt einen Bogenschützen stehen haben. So, und du rettest dich jetzt. Das geht nicht. Dahin. Bisschen blöd wäre jetzt, wenn der hier entlang fährt und da oben ist nämlich keine Verteidigung. Da oben Unruhe stiften will, wobei mit Städten, mit einer Einheit können die natürlich nichts anrichten. Da besteht nicht wirklich Gefahr. Wir brauchen mehr Wohnraum in Dumfries und in Stirling. Das heißt, da müssen wir bald mal auch entsprechende Verbesserungen bauen. In Stirling könnten wir jetzt was tun. Zum Beispiel die Bibliothek, die gibt auch... Ah nee, die gibt keinen Wohnraum. Der Schrein auch nicht. Das wäre auch was ganz Neues. Die Stadtmauern geben auch keinen Wohnraum. Ja. Also ich errichte jetzt die Bibliothek. Nein, wir werden zuerst den Schrein errichten. Annehmlichkeiten ist hier das Problem. Es ist gar nicht Wohnplatz. Annehmlichkeiten. Wohnraum brauchen wir in Kallen. Witzig, dass das hier oben nicht angezeigt wird. Also in Kallen brauchen wir Wohnraum. Da wird gerade der Kornspeicher gebaut. Und der Kornspeicher, der bringt aber zwei Wohnraum. So, wollte ich doch sagen. Das heißt, einfach eine Sache der Zeit. Da fährt der Streitwagen. Und England bietet Frieden an. Das ging schnell. Und sie bieten sogar Geld. Mache ich. Frieden ist geschlossen. Aber das wird folgende Maßnahme benötigt machen. Ich werde hier Geländefelder kaufen. Wenn man mich lässt. Nochmal teuer Geld. Einmal so. Das Feld will ich sowieso haben. So. Und der Stadtstaat ist eh bald unser. Der muss sich dann diese Felder hier noch so ein bisschen nehmen, damit er überhaupt genug Felder hat. So, so, so. Der Streitwagen hat schon Schwierigkeiten zurückzukommen jetzt. Aber ein Siedler, ein eventueller, kommt jetzt auch schlechter durch. Da ist ein Dorf. Und die Insel scheint hier zu Ende zu sein. Ja, es sieht ganz danach aus. Ein Speer haben wir ja nicht gebaut. Doch, haben wir hier gebaut. Ein Speer könnten wir... Was, da soll der her können? Wie soll das denn bitte funktionieren? Der wassert da doch nicht. Oder die können doch noch gar nicht wassern. Nee, wir können doch gar nicht wassern. Das ist reine Spekulation. Nee, das ist Blödsinn auch. Das bringt gar nichts. So, den Speer können wir jetzt wieder hier hinstellen, aber... Denn der Krieg ist ja vorbei. Und ja, vielleicht sollten wir uns jetzt um Maskat kümmern.
Entzwei und gebiete, tüchtig Wort. Verein und leite, besserer Hort. So, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal die neuen Regierungstypen freigeschaltet. Und ich werde jetzt wechseln zur klassischen Republik. Da gibt es keine militärischen Politiken. Die können wir hier höchstens über die Joker-Politik einsetzen. Gucken wir erstmal, was wir sonst brauchen. Handwerker, Handelswege, ja. Kosten für den Kauf eines Geländefelds, das hätten wir mal machen sollen. Plus 1 Produktion in allen Städten ist jetzt nicht so super. Ja, wir müssen demnächst mal wieder ein paar Handwerker bauen. Nehmen wir das mal und dann nehmen wir hier plus 2 Einflusspunkte pro Runde für Gesandte in Stadtstaaten. Tja, wir haben nur Kontakt zu einem Stadtstaat im Moment. 3 sind es eigentlich, aber einer, der auch in unserer Reichweite ist, der wird eh bald nicht mehr sein. Wir können ja hier die Diplomatenliga nehmen. Dann zählt der erste Gesandte, den wir zu einem Stadtstaat schicken, als 2 Gesandte. Ja, hier unten bei der Joker-Politik müssen wir schauen. Das ist natürlich generell nicht schlecht. Große Generalpunkte pro Runde generieren einfach mal. Finde ich aber im Moment gerade nicht so wichtig. 50% Produktion für Nah- und Fernkampfeinheiten der Antike und Klassik ist okay. Schwer und leichte Kavallerieeinheiten der Antike und Klassik. Plus 100% für Produktion der Marineeinheiten. Einheitenunterhalt reduzieren. Wir haben viele Einheiten. Wir zahlen viel Einheitenunterhalt. Von daher denke ich mal, wir schauen mal. Wir verdienen momentan pro Runde 7,9 Gold. Und wenn wir das jetzt einfügen, dann kriegen wir 12,9. Das ist auf jeden Fall mehr. So, die klassische Republik ist eingeführt. Das ist natürlich ein Meilenstein. Oh nee, 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 Leute. Das gibt's jetzt aber wohl nicht, oder? Die schicken doch jetzt nicht ihren protestantischen Priester hierher, Missionar, und werden hier ihre Religion verbreiten. Das ist ja echt eine Seuche, die Engländer. So, wir haben ja selbst ein Pantheon. Wir haben ja den Grenzerweiterungseffekt gewählt, die religiösen Siedlungen. Uns fehlt eigentlich jetzt noch ein Prophet. Mit einem Prophet können wir eine Religion gründen. Und das würde ich auch wirklich gerne machen. Leider ist der Katholizismus schon weg. Den hat schon jemand anders gegründet. Und der Buddhismus ist auch schon weg. Ja, da müssen wir mal gucken, was übrig bleibt. Da wird dann auch nicht mehr leicht zu wählen. Aber dass die jetzt ihre Missionare schicken, gefällt mir gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Tja, gegen wen führen wir Krieg? Ich bin der Meinung, dass wir Maskat einnehmen sollten. Denn wenn das geschafft ist, können wir uns um die Afrikaner kümmern. Maskat ist schön auch schon mit Feldern bewirtschaftet. Und alles. Außerdem gehört das hier aus meiner Sicht auch ganz klar zu uns. Wir versuchen es. Wir werden dazu allerdings die Bogenschützen abziehen. Aus den Städten. Die werden wir wohl, den in Cullen lasse ich stehen. Der bleibt da. Aber aus Stirling, den ziehen wir ab. Und den ziehen wir jetzt hierher. Erstmal dorthin. So, wir erkunden weiter. Ja, und es ist tatsächlich so, dass die Insel hier schon vorbei ist. Da hätten wir mit dem Aufklärer gar nicht mehr weit gemusst. Und zu dem Dorf kommen wir auch nicht hin. Wir bleiben hier stehen. Einfach nur, damit wir hier eine Aufdeckung haben. Und wir bereiten uns vor, gegen Maskat vorzugehen. Natürlich müssen wir uns auch um die Einheiten kümmern. Hier ist sogar eine, die ist auch schon aufgelevelt. Das heißt, die müssen wir uns natürlich vornehmen. Diese Stadt hat noch keine Fernkampfmöglichkeit. Bogenschütze, Krieger. Tja, das wird nicht leicht. Das wird nicht leicht. Vielleicht noch irgendwo eine Einheit bauen. Aber ich möchte auch nicht zu lange warten jetzt mit Maskat. Wählen wir erstmal eine neue Ausrichtung. Drama und Dichtung, Mystik oder Spiele und Erholung. Mystik schleppen wir schon länger mit. Kriegen wir einen Gesandten für, den wir sowieso nicht brauchen im Moment, aber 5 Runden. Ist schnell gemacht. Das Rad ist übrigens in 2 Runden fertig. Dann bauen wir vielleicht nochmal einen Streitwagen irgendwo, den wir hier mit in den Kampf nehmen können. Die kommen tatsächlich hierher und verbreiten ihre Ansichten.
Und wir können nichts gegen religiöse Einheiten tun, außer mit anderen religiösen Einheiten. Das ist natürlich halt nicht schön. So, also pass auf. Wir müssen den Krieg jetzt eigentlich bald erklären gegen Maskat. Ich will da wirklich nicht so lange mit warten. Hier wird der Schrein produziert und hier die Stadtmauer. Die will ich auf jeden Fall da haben. Das heißt, wir werden hier nochmal umschwenken auf einen Streitwagen. Ach nee, wir müssen noch eine Runde warten. Haha. Wir müssen noch eine Runde warten. So. Also, gehen wir erstmal die Einheiten durch. Wir kümmern uns erstmal geballt hier um diesen Krieg. Ach, da ist auch ein Bogenschütze hinter. Mein Gott, haben die viele Einheiten. Was ist denn los mit diesem Stadtstaat? Da müssen wir ganz nah ran. Und auch noch der Fluss dazwischen. Das müssen wir auf jeden Fall noch anders positionieren. So, und wir fahren mit dem auf jeden Fall trotzdem weiter, natürlich. Mal da unten den englischen Teil der Insel erkunden. Moment, sie haben die Religion nicht verbreitet. Sie haben es nicht getan. Manchmal dreht sich das Rad langsam. So. Im Jahr 1125 vor Christus haben die Schotten endlich das Rad entdeckt. Es wurde Zeit. Die Eisenverarbeitung bringt uns gar nichts. Wir haben keine Eisenvorräte auf der Karte. Ganz üble Sache. Ganz üble Sache. Hm, die Reiterei. Die würde uns was bringen, wenn wir oben die Pferde hätten. Haben wir aber auch nicht. Aber diese Technologie liegt nahe. Da haben wir auch schon das Heureka für. Von daher machen wir das. Da müssen wir mal schauen. Vielleicht kaufen wir uns... Ja, wir haben momentan gar nicht so viel Geld mehr, um die Geländefelder zu kaufen. Da hat diese Erweiterung an unseren Grenzen jetzt für gesorgt, dass wir nicht mehr genügend haben. So, und die Einheiten sind jetzt auch schon wieder überall verstreut. Ich bleib mal so ein bisschen dran, damit wir gleich geballt die Einheit ausschalten können. Und wo sind die Bogenschützen? Da sind die Bogenschützen, okay. Ich bleib mal hier stehen. Ach, wir können mit der Galerie ja übrigens auch, na, wenn sie Bewegungspunkte hat, auch angreifen. So. Jetzt steht da der Bogenschütze und lässt uns nicht durch. Na schön. Da machen wir jetzt Folgendes. Wir erklären jetzt den Krieg und fangen an zu kämpfen. Krieg erklären. Kriegstreiber Malus steigt natürlich. Die Handelsroute ist sofort beendet. Auch das Gold, das uns dieser Stadtstaat bisher geschickt hat, wird jetzt natürlich nicht mehr geschickt. Und wir werden direkt mit diesen Bogenschützen anfangen. Na, das ist ja schon mal nicht schlecht. Diese Einheit braucht noch Erfahrung. Da schicken wir die jetzt als nächste. Ach, die hat keine Punkte frei. Na, dann... dann gehen wir in die nächste Runde erstmal. Der Bogenschütze wird jetzt auch kommen. Oder in die Stadt gehen zum Verteidigen. Das ist gut. Der Speer darf gerne das Feuer auf sich lenken. Ja. Ist halt eine Fernkampfeinheit. So, wir lassen den da stehen. Den Speer bin ich bereit, als Bauernopfer zu bringen. Hier können wir nicht mehr angreifen, wenn wir da vorgehen. Die Einheit können wir aber vernichten. Die hier haben den Verteidigungsbonus über den Fluss. Die werden wohl, egal wo sie herkommen, die werden, ja, obwohl die könnten in den Wald gehen und dann haben wir einen Flussverteidigungsbonus. Oder sie müssen hier drüber her, dann brauchen sie aber noch eine Runde. Von daher können wir uns die Zeit lassen. Hier schalten wir den Bogenschützen aus. Und wir bringen uns in Stellung... Zwei... Ah, da ist der Wald dazwischen.
müssen hier raus. Können uns nicht sofort angreifen wegen des Flusses. Deswegen können wir das hier machen. Und den dann dorthin. Gut. Bleibt dort. Als Bauernopfer, wie gesagt. So, wir können, nee, wir können nicht angreifen mit der Galeere. Nee, die Galeere kann das ja noch gar nicht. Okay. So, und da ist der nächste Kontinent. Hier ist Valletta. Mal im Schauen bei den Stadtstaaten. Valletta wird uns Produktion bringen. Ja, wir könnten da eigentlich auch einen Gesandten hinschicken. Vielleicht schicken wir den Gesandten, den wir hier für die Mystik gleich kriegen, einfach dorthin. Denn Produktion ist immer schön. Genf bringt, glaube ich, Technologie, also Wissenschaft, meine ich. Auch eine gute Idee. Hm, lieber Wissenschaft oder lieber Produktion? Ich glaube, die Wissenschaft siegt bei mir. Wir lassen mal die Runde erst verstreichen. Und dann schauen wir mal. So, die Einheiten. Schau mal, noch nicht tot. Sehr gut. Jetzt können wir ihn ruhig zurückziehen. Lassen wir ihn heilen. Und wir rücken dann vor. Ja, beide sind angreifbar gleich, weiß ich. Blöd, dass dieses Sumpffeld hier ist. So, und da ist es plötzlich Nacht im Spiel. Ich musste eine kleine Pause einlegen, aber wir haben nichts, oder ihr habt nichts verpasst. Ich hab hier genauso gewartet und machen weiter. Diese Einheit bleibt da. Wir gehen jetzt in die nächste Runde. So. Ja, entschuldigt, eine kleine Unterbrechung ist nötig geworden. Das war ein ganz ordentlicher Treffer. Mystizismus ist das Verwechseln eines zufälligen und individuellen. Gut, dann haben wir den Mystizismus ebenfalls entdeckt. Die Mystik und können was Neues auswählen. Der Krieger, da macht mir Sorgen. Das gefällt mir gerade gar nicht. Nehmen wir mal Drama und Dichtung oder Spiele und Erholung. Das ist im Grunde beides gleich. Lang hier müssen wir die Technologie Bauwesen erforschen für die Inspiration und hier ein Wunder bauen. Nehmen wir mal Spiele und Erholung jetzt. Und einen Gesandten können wir schicken. Tja, Forschung oder Produktion. Ich entscheide mich für Forschung. Und die kriegen wir jetzt extra on top. Zwei Forschungspunkte, soweit ich weiß. Das ist auf jeden Fall ordentlich. Das hier, das ist schlecht. Der muss auf jeden Fall zurück. Geht der dorthin, der da. Hier können wir Druck ausüben. Und jetzt müssten wir hier ganz blöd über den Fluss drüber her. Das muss ich auch machen. Hätte ich gerne vermieden, aber der greift nämlich gleich garantiert den Bogenschützen an. Und umso schneller der dann gleich tot ist, umso besser ist das. Hier jetzt gegen die Bogenschützen. Oh, das hätte ich mir jetzt aber ein bisschen besser erhofft. Da hätte ich mir ein deutlich besseres Ergebnis gewünscht. So, hier steht ein Kämpfer. Das heißt, bis hier müssten wir. Dann sind wir aber angreifbar. Gehen wir mal nur bis hier und warten, bis der sich gleich bewegt. Stellen wir uns dahin. So, weiter geht's hier. Ach, schaut mal. Die haben sich offensichtlich einen Handwerker geschnappt. Die Barbaren. Tja, Afrika ist dann eigentlich das nächste Ziel.
Eieiei, die haben aber auch einen Schuss drauf. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Schlecht für uns. So, bis zur Heilung verschanzen. Und ich glaube, ich muss den anderen auch zurückziehen. Ganz ehrlich, das ist, das ist lang nicht so gut ausgegangen hier, wie ich mir das gewünscht habe. Und wo hat der seinen Krieger hingeschickt? Ist der gerade schon gestorben? Habe ich das verpasst? Kann ja wohl nicht wahr sein. Okay, also. Jetzt müssen wir aber was tun. Hier machen wir die Flussüberquerung schon mal. Und hier werden wir zweimal feuern. So, der hat eine Beförderung verdient. Das ist in Ordnung. Ja, und hier kommen wir leider nicht so weit, wie ich das gewollt habe. Das heißt, wir müssen uns auch hier ein bisschen zurückziehen. Aber so können wir den Bogenschützen da auch vielleicht aus seiner tiefen Stellung rauslocken. Da ist der Krieger hin. Da ist der Krieger hin. Ah, die haben Stadtmauern gebaut. Das ist ja wohl unglaublich. So, Heureka für was? Für was? Für den Maschinenbau, okay. Schaut mal. Als wir angefangen haben, hatten die noch keine Stadtmauern. Jetzt haben die Stadtmauern, ich glaube, ich spinne. So, jetzt machen wir erst die Beförderung. Moment. Der hat die Beförderung, okay. Jetzt haben sie sich ganz tief zurückgezogen und wollen ihre Wunden lecken. Wissen wir aber auch. So. Ihr müsst alle da stehen und euch heilen. Ist leider so. Und wir können nicht auf die Stadt zu, weil die jetzt angreifen können. Fernkampf können sie jetzt. Aber dich können wir gegen die Bogenschützen in Stellung bringen. Die sind hier noch sicher. Und wir sind hier im Wald und hätten gleich eine gute Angriffsposition gegen die Bogenschützen. Und du ja, auch ein bisschen heilen. So, das läuft nicht so gut, wie ich gedacht habe. Und das mit den Stadtmauern ist das, was mich jetzt am meisten da stört. Denn können die Einheiten so nicht mehr frei platzieren. Das hätte ich gerne gehabt. So, hier bauen wir jetzt einen Streitwagen. Wie teuer ist denn ein Streitwagen? Wahrscheinlich zu teuer. Einen Krieger könnten wir uns leisten. Ein Krieger ist auch besser als nichts. Aber ist das ganze Geld auch schon wieder weg? Also. Machen wir einen Streitwagen. Wie lange dauert denn einer hier? Auch 11 Runden. Ja, dann machen wir jetzt hier den Schrein aber noch fertig. Der ist in 3 Runden soweit. Hätte nicht gedacht, dass es so schlecht läuft. Aber ich glaube zu wissen, welchen gedanklichen Fehler ich habe. Ich habe zuletzt eine Partie angefangen. Jetzt zwischen den Let's Play-Aufnahmen, weil ich einfach so viel Bock hatte. Und ich habe als Deutscher angefangen. Und ihr wisst ja vielleicht, die Deutschen, die bekommen nämlich einen Bonus beim Kampf gegen Stadtstaaten. Einen Kampfbonus von +7. Also ein Angriffsbonus. Und den vermisse ich hier gerade. Den vermisse ich hier gerade. Gut, nicht selber schuld, aber wir haben auf jeden Fall keine weitere Einheit jetzt verloren. Jetzt müssen wir uns nur ein bisschen regenerieren. Müssen die ja aber auch. Wir haben ja viele Einheiten schwer verwundet. Sodass wir gleich die Offensive dann weitermachen können. Kallen. Der Kornspeicher ist endlich fertig, das heißt, das Wohnraumproblem ist schon mal erledigt. Hier haben sie doch ihren Glauben verbreitet, den Protestantismus. Das ist natürlich nicht schön. Ah, es gibt Schlimmeres. Trotzdem hätte ich gern vermieden. So, sollen wir jetzt hier ein paar Streitwagen bauen noch? Der Streitwagen hat übrigens eine Nahkampfstärke von 28 und eine Fortbewegung halt von 2.
Und der Krieger zum Vergleich hat eine Kampfstärke von 20 und auch eine Fortbewegung von 2. Der Streitwagen ist nicht schneller. Der kriegt aber einen Bonusbewegungspunkt, wenn er beim Rundenbeginn auf einem Geländefeld ohne Wald, Regenwald oder Hügel steht. Ne? Also ein bisschen schneller kann er unter Umständen sein, aber er ist halt eben auch ein bisschen stärker. Der Schwertkämpfer wäre richtig schön, aber den haben wir leider nicht. Ich baue jetzt hier in Kullen auch einen schweren Streitwagen. Haben die einen Handwerker gebaut. Eine Stunde im Leben, die man da ist die Reiterei. So. Jetzt haben wir halt keine Pferde. Das heißt, da müssen wir relativ schnell hin. Welches ist denn hier das nächste Geländefeld, was sich freischaltet? Ja, das Wüstenfeld wohl kaum, ne? Wenn ich jetzt hier die 130 ausgebe. Puh. Soll ich nochmal bezahlen jetzt? Dann ist das Geld weg. Nee, mache ich jetzt nicht, weil wir eh keinen Handwerker haben, der das dann umsetzen kann. Erstmal eine neue Forschung. Für den Maschinenbau hatten wir das Haureka. Das Haureka, ja. Vor allem das Haureka, das Heureka, weil wir Stadtmauern gebaut haben. In Dumfries. Dann würde ich sagen, Aquädukt und Katapult. Ist natürlich schön für einen Stadtangriff, auf jeden Fall. Die Währung, Handelszentrum, Markt, auch wichtiges Gebäude. Ich ziehe mal die Währung vor. Und wir ziehen uns jetzt erst hier zurück. Welche Reichweite hat denn eine Stadt eigentlich im Fernkampf? Auch zwei Felder wie ein Bogenschütze, oder? Das werden wir wohl rausfinden. Aber, lieber Zuschauer, erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch, wie immer, fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Euer Dr. Wolfsherz. Schönen Tag noch. Ciao.